Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir fahren mit der neuen EP09 Lokomotivien Express. Und es gibt Ansagen von meinem neuen Tool. So, da, sagen wir mal Hallo. Eppe 09. VMAX 160. Express. Oh, one hour, please. So, da, haben wir das mal. Ach ja. Wir müssen hier noch das Radio einschalten. Volumen 100. Er hat es mitgekriegt. Perfekt. Ja, Kollege mit dabei. Die ist gut drauf. Und mal schauen. Rangiersignal ist zu. Ost. Wir werden hier nochmal die Instrumentenlichter mit anmachen. Wir werden mal nach vorne schalten. Oh, und schon ist der Fahrplan da. Ah, okay. Cool. Wir haben nicht einmal einen Halt. Das ist schlecht. Ist natürlich voll geil für ein Showcase von meinem Tool. Und 15:17 ist ein bisschen eine späte Abfahrt. Can you try on one with earlier departure and stop somewhere? Das wäre voll super. Oh, da kommt der Kollege raus. Haben wir da... Weiß nicht. Was sich ein bisschen mit TD2-Regeln auskennt, hat jetzt vielleicht was zu beanstanden. Ja. Er wird doch jetzt nicht ein Manöver hier machen, oder? Ja, okay. Was denn machen? Da kommt ein Zug rein. Macht er wirklich ein Manöver? Ja, okay. Eigentlich nicht unser Bier. Das ist unser FDL da. Der jetzt mal Spaß hat mit dem Fahrplan und dem hier. Naja, gut. Während der seinen Spaß hat, haben wir uns mal die EP09 an, wer sich noch nicht kennt. Das ist der Gerät. EP09003. Hat echt tolle Bremsen und auch eine E-Bremse und halt hinten die Standardwagen. Ich glaube, wir sind 341 Meter lang. Und wir haben auch das neue Kupplungssystem, das werde ich jetzt mal hier nicht demonstrieren. Stand jetzt ist der Patch noch nicht draußen. Das sorgt momentan noch für Performance-Issues mit der neuen Kupplung. Aber ansonsten ist es ein schönes Modell. Gefällt. Gibt es auch mit PKP-Cargo-Lackierung. Ja. New Timetable. Jetzt sind 57. Jetzt schon wieder mit kann Stopp irgendwo dazwischen. Naja. Na, das vielleicht mal zwischendrin mal präsentieren mit einem anderen Zug. So, drei. Wir brauchen vorne rechts. Was an? Sehr gut. Und 160 werden wir dann wohl nicht erreichen. 120 höchste der Gefühle. Was genau machen die da? Was für ein Manöver machst du da? Welchen Fahrweg hat der gehabt, dass er... Ich glaube, ich soll es einfach nicht hinterfragen. Geht mich auch nichts an. Spannend, spannend, spannend.
Also, so manchmal ist man in TD12 gar nicht fahren, sondern einfach nur stehen bleiben und gucken und beobachten. Das ist spannend. Du schaffst es, Kollege. Ja, fährt er geradeaus. Oh, cool. Darf Gas geben. Geil. Wenn du mir das jetzt zurücknimmst, aber dann, ne? Hätte jetzt ja noch ein bisschen gemordet. Oh, ich glaube, ich muss den Edit noch ein bisschen leiser machen. Geholt ein bisschen laut. Junge, und übrigens auf den Gleisen stehen, das ist eine ganz schlechte Idee. Da hat schon mal den einen oder anderen vor den Slide erwischt. Mich eingeschlossen. Ja, sind ein bisschen lang hier. Schickst du uns hin? Schickst du uns geradeaus oder rechts? Rechts war natürlich schlau. Ach, da oben ist er rein. Also da hätte ich gerne den Anfang gesehen, wie der reinkommt, ist bis zu dem Manöver gekommen ist. Und, wir fahren rechts. Dann haben wir erstmal eine Pause. Ich hoffe, ich passe hier rein auf dieses Gleis. Was sollt ihr eigentlich? Moin. Ach, und Niki wäre auch mal wieder eine Station zu machen. Aber genauso wie Alexandro kann es hier richtig stressig werden. Weil der andere. Ah, das ist Car Express. 28, 1, 2. Jetzt drückt er noch weiter nach hinten. Was ist denn hier los? So, ich soll bremsen. So. Nee, die... Was machen die? Bin ich drin? Ja. Hä? Wird so lachen, wenn er den jetzt auf die Eingleisige schickt. Er fährt auf die Eingleisige. Warum? Da kommt einer mit einer SM. Ah, ich stelle mich mal kurz darüber. Das ist das Hauptgleishaus, dann da hier, dann da hinten rein. Der muss nach OP fahren.
Sag mal, ich glaube, unser FDL hat es nicht so ganz im Griff. Der muss sich immer umsetzen. Eigentlich. So, Kollege ist auch da. Nee. Das ist geil. Ich glaube, der ist hier noch länger. Achso, warte mal. Ich kann ja eigentlich mit meinem Fahrplan-Tool starten. Load Schedule. Und Niki. Und dann kann ich schon mal die erste Ansage machen. Willkommen im Express der PKP Intercity nach Grabow. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Und wie gesagt, dieser Text, der ist komplett anpassbar nach euren Wünschen. Geht auf Deutsch, Englisch und Polnisch. Und leider kann man keinen Zwischenhalt hier mal simulieren. Weil wir halt erst dann in Grabow wieder halten. Aber ich kann es euch mal anhand von einem anderen Zug zeigen. Ich werde mal schnell den Fahrplan von dem 28102 reinladen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Oniki. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Machen wir das mal kurz. Nächste Station, Orniki, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Und der letzte Teil, der kommt immer random, das mit den mehr Informationen. Also so alle paar Stationen, der Zufall mal. So, jetzt nehmen wir meinen Fahrplan wieder rein. Unser nächster Halt ist dann Grabow. Und für die Endstation gibt es dann auch eigene Ansagen. Sollen wir dann auch noch hören. Oh, was macht der Kollege da hinten jetzt eigentlich? Ah, der kommt wieder. Alter. Ja, der Ausfahrt. Moin. Nee, das ist. Das ist Comedy hier. Junge, 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 Level 3. Aber der Matt, der macht das mal brav mit. Und tschüss. Ich glaube, der will den da hinten in die Abstellung da reinbringen und soll dann da PM machen. Ja. Jo, jo, oh ja. So, wie gehen wir jetzt zur Lok wieder rein? Wir werden uns mal die Lok vorbereiten machen. Sprich, wir machen alle die Starren. Perfekt. Und ansonsten müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Da kommt der nächste Zug. Mal draußen kontrollieren. Und weil wir ja Zeit haben, können wir den Zugschluss auch noch kontrollieren. Auch nicht die Wagen. So wenig er wäre, würde ich ja die Spawns zumachen, wenn ich ein bisschen Stress hätte oder gerade so einen Problemzug da habe, um den ich mich kümmern muss. Oh, scheiß ja nicht. Sind vielleicht so ein Müh zu lang. Ja, aber schaut gut aus. Gut. Also da hinten ist erstmal Comedy angesagt. Er steht immer noch da. ja, okay. Ich glaube, wir haben es soweit gesehen. Eine SN81 001. Okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal ganz kurz einen Cut und wir warten bis zur Abfahrt. Und dann geht's los Richtung Labrador und dann weiter nach Grabow. Also, liebe Leute, bis gleich. So, da wären wir wieder. Wir haben noch eine Minute bis zur Abfahrt.
Hinter uns passieren interessante Dinge. Aber ich hoffe, wir kommen hier gleich mal raus. Wollen wir was sehen. Da steht ein Kollege. Was hast denn du? Okay. Ach, schalt's mal. Der Dieseltriebwagen ist da. Seltene Ansicht. Schön. So, FDL, FDL, FDL. Lass mich raus. Ja, wir brauchen einfach mehr Diesel-Loks. Vor allem mit mehr Umpf. So, FDL. Es ist 15:15. Was ist da los? Ja, und wir haben keine Ausfahrt. Sehr geil. Er sagt bloß, der hat jetzt Ausfahrt. Wer ist es? Der lässt den doch vorher rausfahren. Moment. Für das habe ich eine Ansage. Und zwar die hier. Aufgrund einer Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Ja, aha. Wohl, nee, der fährt auf Gegengleis. Dann könnte ich es eigentlich noch schaffen. Dann auf eigentlich. Was ist mit meiner Ausfahrt hier? Sag mal. Aber dann war es jetzt nicht die Vorfahrt. Sondern dann ist es jetzt eher. Sagen wir mal. Ist da. Aufgrund einer Störung im Betriebsablauf verzögert sich die Weiterfahrt um wenige Minuten. Und der nächste, der hier einen Fahrplan haben will. 2 Minuten zu spät. Ja. Sind halt diese TD2-Moments. Ach, oh ja, lecker Tag. Warte mal, the trail will clear up and then will let you. Es ist doch frei. Er ist jetzt doch wieder rechts gefahren da hinten. Junge, Junge, Junge. Express hat Vorrang. Also, was aussieht, fährt der in die andere Richtung. Und da hat jemand Signalhorn gefunden. Wäre natürlich ideal, wenn ich hier eine Aufnahme noch machen will und eigentlich mal ein bisschen heizen wollte mit einem Halt. Das ist mal nichts mit Heizen. Na gut, rein in die Lok. 18 nach. Ah, das wird bei der nächsten Station natürlich wieder super. Naja, okay. Liebe Leute, wir machen es mal so. Ich mache noch mal einen Cut für euch und sobald das Signal hier irgendwann mal auf grün geht, komme ich wieder rein. Müsst ihr nicht mit mir warten. Also, bis gleich. Es ist tatsächlich passiert. 5 Minuten Verspätung. Wir dürfen fahren. Finally. Dann gehen wir hier mal Leistung. Mal hoch.
Ach ja, netteste Teil von der EP09 ist, der Kilometerziel erzielt. Muss sich leider jedes Mal zurücksetzen, wenn man halt wieder neu spawnt. Aber zumindest für die Fahrt. Man weiß mal, wie weit man gefahren ist. Also man sieht es auch in Stationing, aber so sieht man es halt jetzt auch in der Lok. So. Dann raus hier. Die 5 Minuten, glaube ich, werden wir jetzt nicht mehr einfahren. Dafür ist die Strecke zu kurz. Knapp. So, ein bisschen runter von Schmaggis. Wir müssen hinten erstmal frei werden. Oh, sollte jetzt dann der Fall sein. Da vorne 70. Mit einem tollen Bahnübergang. Gut. So schnell wie möglich irgendwie beschleunigen. So, 70. Da bleiben wir erstmal. Ein bisschen zu schnell dran. Ja, das passt schon. Moin, Kollegen. War ja eigentlich nicht Kollegen, aber moin, Leute. Na komm, sind wir schon wieder clear? Ja, wunderbar. Oh, nein, mal ganz durch. Es gäbe jetzt auch die Option mit dem Panto, dass er so hoch und runter geht. Das ist aber momentan ein bisschen buggy, beziehungsweise die Stationen, ich glaube die Stationen waren es, die dafür noch ein bisschen angepasst werden müssen. Das heißt, du verlierst dann den öfteren Kontakt und darfst ja jedes Mal zurücksetzen. Habe ich bei mir jetzt aus. Auch wenn es eingeschaltet natürlich echt schön aussieht. Aber bei gewissen Stationen haut sich das dann recht regelmäßig raus. Kollege, das war nicht so gut, was du noch gemacht hast. Noch mal ein bisschen üben hier. Und ja, mit der neuen Version gibt es Lags. Gibt es natürlich auch Wetter. Könnten da mal umschalten, wobei jetzt ist vielleicht ein bisschen blöd beim Übergang. Das ist ja nahtlos. Okay. Wir werden mal umstellen. Zum Beispiel, wir sagen jetzt mal Thunderstorm. Das sieht irgendwie geil aus. So. Oh komm, beruhig dich. Hat jetzt keinen Effekt aufs Fahren, mehr für die Sicht. Und wir sind da. Wen haben wir denn da? Alexander 22. Schauen wir mal rein. Dom. Weniger Leistung. Ambisher. Das sind sie. Umschalten auf Intervall. ...70 km/h. Ja gut, kriegen wir hin. Jetzt gleich die E-Bremse in Action sehen.
Ah, sieht schon cool aus mit dem neuen Wetter. Oh, geil. Blitzeinschlag direkt vor uns. Ja, da haben wir die E-Bremse. Die man leider nicht separat ansteuern kann. Das wäre noch irgendwie schön. Söderle. Läuft. Ja, ein bisschen mehr Leistung. Warte mal, Ärger ist das, wo wir jetzt, glaube ich, reingekommen sind. Müssen wir uns ja eigentlich Hallo sagen können. Glaube ich. Ich bin mir jetzt sicher von den Anschlüssen her. Dann machen wir die Maus aus dem Weg. Hallo, Kompressor! Oh, mehr Schmackes. Knappe Geschichte. Kurz vom Bahnhof meinte ich, hat es noch mal eine neutrale Sektion. Mal ein bisschen aufpassen. Ja, haben wir gegrüßt. So, hier ist die. Also da vorne. Schauen wir, dass wir nicht über 200 kommen. Und wir können wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die da scharf ist. Aber zur Sicherheit einfach mal tun. Was irgendwie auch noch cool wäre, ist, wenn die Leute da hier irgendwie einen Regenschirm rausholen oder so, wenn das Wetter schlecht ist. Was ist halt leider kein globales Wetter, oder nur für mich. Aber immerhin, die Tages- und Nachtzeit ist weitestgehend global. Wenn man die Einstellung nicht ändert. Kann ja dann trotzdem sagen, 3 Stunden nach hinten oder nach vor, wie es einem halt beliebt. Wollen wir mal hier nicht rasen? Eins drüber. Komm mal, Junge. Kriegst meinen Daumen nach oben. Hast du fein gemacht. 100. Dann werden wir unten. Cool. Wieso macht ihr das eigentlich, wenn man von der Zugbremse wieder runter geht, dass die Lokbremse kurz reingeht? Finde ich noch schräg. Sonne ist jetzt auch geil. Hat irgendwie was Bedrohliches. Ja, der nächste Laderuckler. Mal schauen, ob es flüssig wird. Müsste dann die vorletzte Szenerie sein.
Ja, das sieht noch nicht flüssig aus. Und da haben wir unseren Splash-Screen. Wieder 120. Wir könnten eigentlich den Scheibenwischer auf der anderen Seite auch anmachen. Aber dann läuft der A-Sikon. Das triggert mich dann wieder. Was ist denn hier? Trichleuer. Einmal hallo gesagt. Jo, vorletzte Station hier. AQQ. Komisches Polnisch. Was? Zap on time. Okay. Ach, wir haben da einen PT. Sehe ich gerade. Gut, gut. Da mal runter mit der Geschwindigkeit. Die Rangiersignale. So, tun wir mal lösen, fahren mal langsam hier rein. Bin dann ein bisschen ungeübt mit der EP09 mit Bremsen. Finde ich tatsächlich die 07er oder die ET41 ein bisschen angenehmer. Kann ich zumindest besser einschätzen. Aber es ist nur eine Frage der Übung, würde ich jetzt mal sagen. Da vorne, rote Welle. Ja, cool. Dann können wir dann den Fahrgästen sagen, dass wir die Verspätung eigentlich wieder eingefahren haben. So ein PT hat schon was Gutes teilweise. Schadet nicht, einen Fahrplan zu haben. Wir werden angekommen. Mal Zugbremse lösen, Lokbremse rein. Hallo Kompressor. Ja, nett hier, ne? Ganz viel nix. Boah, wir kommen hier vorne. Unten totes Gleis. Hier. Kurzes Todesgleis. Also, ich würde mal sagen, wir machen hier nochmal einen kurzen Cut und wollen wir hier fahren dürfen. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir. Wir haben Abfahrt. Dann würde ich sagen, düsen wir mal. Sollen sie ja noch bis nach Grabo schaffen. Und auch für das habe ich wieder eine Ansage. Mal schauen. Das ist die Nummer 3. Los geht's. Liebe Fahrgäste, wir haben unsere Verspätung wieder aufgeholt und erreichen den nächsten Halt pünktlich. Beziehungsweise wäre es dann die Endstation. Was konnte ich wenigstens nutzen? Oh, bloß nicht überdrehen.
da in dieser vorletzten Stufe. Da geht er nochmal ein ganzes Stück nach oben. Da hat es mal schon ein paar Mal die Sicherung geschmissen. Halb Kilometer noch bei ihm? Was Szenerieende, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sollte nicht schon Ende sein, oder? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Ist doch das Ende? Da ist ja noch ein Bahnsteig hier. Moin. Ah doch, Szenerieende. Ja, dann geben wir mal Gas. Ja, du. Könnte es flüssig werden? 90. Mama, wenn Grabo das so haben will. Okay, das ist nicht die große Szenerie hier. Aber zum Durchheizen und Parken. Schauen wir, welcher unser FDL uns hier begrüßt. 23 Kilometer, das war ja gar keine Strecke. Aber witzig, du das am Anfang. So, der Danny. Na komm. DD2, du schaffst das. Teilweise kommt mir die Szenerien dann gar nicht mehr rein. Wenn ich ober zum Beispiel, wenn das voll mit Sachen ist. Aber wie gesagt, da soll ein Patch kommen. 60. Und dann machen wir mal die Ansage. Ich hoffe, das funktioniert. Hat nicht funktioniert. Nächste Station. Grabo, dieser Zug endet hier. Ah, geil. Bitte alle aussteigen. Coole Sache. Ja, gibt's auf jeden Fall Feedback, was er da von den Ansagen so hält. Ja, ich bin eigentlich soweit ganz happy damit. Grabo, der schickt mich bestimmt einmal ganz nach links, oder? War jetzt auch schon öfter FDL hier drin. Das ist eine nette kleine Station hier. Aber so klein ist sie ja gar nicht. Oh, da vorne müsste jetzt dann gleich mal der Bahnhof kommen.
zur rechten Seite die Abstellung. Mal ein bisschen bremsen. Da wäre jetzt einfach die E-Bremse total praktisch. So, da. Ja, doch, Wetterfahren macht schon Spaß. Aber wenn da jetzt nur entsprechend Effekt hätte, ich glaube, da würden sich einige Leute verbremsen, inklusive mir. Schaffe ich auch ohne Regen. Ja, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ein bisschen mehr bremsen. Oh oh. Das ist verbremst. Okay. Naja, ich hoffe, es hat Spaß und ihr habt das mal mit den Ansagen gehört. Und probiert es mal aus. Ist im Forum das Ganze gut dokumentiert. Ich werde es auch noch in die Videobeschreibung reinhauen. Also, bis dahin, macht es gut. Gute Fahrt in TD2. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.